Herzlich willkommen zum Bausimator 2015, hier bei der Spieldiagnose. Mit dabei heute hier bei unserer rasanten Fahrt über die grünen Täler von, wie heißt die Stadt hier eigentlich? Weiß ich nicht. Bob ist dabei. Oh. Und Hidan ist auch mit dabei. Hallo. Und wer Bob ist, das erfahren wir nachher auch noch. Und ja, wir haben einen schönen Auftrag. Hidan, wir müssen eine Villa bauen, ne? Ja. Für die Familie, jetzt kommt der Knaller. Wie heißt sie? Reich. Reich. Für die Familie Reich, ja. Da bauen wir eine Villa. Auch sehr schön. Es laggt bei mir gerade ein bisschen. Ja, Bausimator. Wunderschönes Spiel. Man muss ein bisschen bremsen. Ich bin hier gerade im Pritschenwagen unterwegs. Ups. Bisschen zu stark gebremst. Und ja, wir kommen hier in unser kleines Dorf zurück, in dem wir jetzt diese wunderschöne Villa bauen. Und wenn wir uns das Ganze mal mit der Actioncam angucken. So, wir haben hier unseren kleinen Pritschenwagen. Einen Pritschenwagen mit Anhänger. Und da laden wir jetzt gleich einen Bagger drauf. Oh, hups. Mensch, die Dame geht durch uns durch, ey. Wir sind wie Luft. Ich glaube, wir sind eine Geisterfirma. So eine Scheinfirma. So eine Scheinfirma, ja. Da ist eben gerade am Zebrastreifen einer durch mich durchgelaufen. Wenn es einen Spaß macht. Ja, ja, ja. Das scheint den großen Spaß zu machen hier. Und wir haben richtig schöne Hupen. Hup, hup. Also. Unser. Oh, ey! Da wollte mich einer überfahren. So, wo steht denn jetzt der Bagger, ey? Der steht schon auf der Baustelle. Oh. Die Baustelle war genau daneben. Oh, und ich komme hier mit dem. Ja, stellen wir jetzt auf Firmengelände ab, da haben wir den da, wo wir brauchen. Also den Anhänger. Ja, mache ich. Oh, da vorne fehlt jemand. Wer ist denn das? Das ist Bob. Keiner hat's gesehen. So. Schön finde ich auch die Spiegel hier. Kann man alles im Prinzip auch aus der Innensicht machen. Nur das Einparken ist schwierig. Eigentlich ist es Madlags Aufgabe. Beziehungsweise Bobs Aufgabe. Rückwärts einparken mit dem Anhänger. Wolltest du das jetzt machen? Ja. Oh. Ja. Oh, genau. Mir schwant auch schon Übles dabei, wenn ich es hier gerade so sehe, wie ich das mache. Ich habe auch schon ein bisschen Angst. So. Naja. So. Halb geparkt ist auch gekonnt. Achso, die Stützfüße müssen ausgefahren sein. Ja. Stützfüße nicht vergessen beim Ausfahren, da ist der Anhänger. Sehr, sehr wichtig in diesem Spiel hier. Und die Diebstahlsicherung nicht vergessen. Ja, die auch. Und allein, ich habe jetzt gerade das Hilfemenü offen, ne? Allein, wenn man das Hilfemenü hier jetzt schon für unseren kleinen Pritschenwagen sieht, mit Anhänger dran, das ist ja schon einmal riesig. Ne? Da darf man sich noch auf andere Geräte freuen. Wo dann wahrscheinlich das ganze Ding den Bildschirm sprengt. Die Hilfe. Freue ich mich drauf. Sehr schön. So, wieso bauen wir eigentlich eine Villa mitten in der Stadt? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Mitten im Dorf. Im Dorf, ja. Wer hat denn den Gartenhandel entdeckt? Das ist Matt, ich sag. Achso, du warst da, okay. Soll ich baggern? Oder wer baggert? Bagger, du bist ja der Einzige, der da ist. Okay. Nee, Bob ist auch da. Der baggert aber nicht. Achso, der baggert. Baggern kann ich gut. So. Anbaggern aber nicht, ja? Nee, anbaggern ist immer so. Nee, das geht nicht. So, wo muss ich denn überhaupt baggern hier? Hier. Ach, da. Ah, jetzt seh's. Ich wundere mich, warum es gerade so leckt bei mir hier. Hallo? So, jetzt drehen. Du musst hier mehr so in meine Richtung fahren. Ja, versuche ich gerade. Die armen Hütchen. Das habe ich die umgefahren. Du fahrst einfach durch. Ich bin ja noch Auszubildender, ne? Vielleicht wäre es besser, wenn du so hinfährst, dass du hier gleich reinladen kannst. Ja, warte. Oder nur so ein kleiner Tipp vielleicht. So eine Idee, ne? Weiß ja nicht, ob das was bringt. Doch, bestimmt, warte. So, ein bisschen schneller drehen hier nochmal. Ups. Ist auch schön, dass wir die ganze Rasenfläche schon direkt zerstören, ne? So. So, jetzt muss ich mich mal drehen. Vorsicht. Nicht, dass ich dich über... Oh!
Jetzt habe ich dich angefahren. Auch das noch. Ja, der Bausimulator 2015, der neue Titel von Astragon. Ja, und Weltenbauer. Schön gemacht, schön umgesetzt. Auch wenn man hier noch so sieht, dass einige unserer Mitspieler hier anscheinend über Superkräfte verfügen. Denn sie können einen. Sie können diesen Schuttcontainer hier mit ihrer bloßen Kraft, fast schon mit ihrer Gedankenkraft steuern und verschieben. So, jetzt baggern wir mal ein bisschen. Hilfe können wir ausmachen hier. Ey, du hast eine Kollision. Wolltest mich umstoßen? Nö, no, dich doch nicht. Nein, nein, nein. Den großen Kim Jong-Floden haut auch keiner um. So, fahren wir mal aus der Innern sich das Ganze. Jetzt weiß ich nicht, ob ich richtig stehe hier. Wirst du schon merken? Wenn ich daneben kippe, meinst du, ne? Ja. So, so stehe ich doch gut hier. So, jetzt baggern wir, was das Zeug hält hier. Haken nicht kompatibel. Ach so, ja. Ist ja auch schon gesagt, Haken nicht kompatibel und ich frage mich, warum. Oh. Wenn wir richtig ansetzen in den Bagger. Und alles rein in die Schaufeln hier. Zack. Oh, Maddox. So. Ja, wir haben gestern schon ein bisschen angespielt, das Ganze. Haben wir schon so ein paar Bugs gefunden, so ein paar kleinere. Aber jetzt nicht so weltbewegendes wie beim LS15. Muss man ja auch mal dazu sagen. Naja, doch, mit den hohen Luftschleudern von den Containern, das hat schon fast mit dem Sand, mit dem Düngerstreuer was zu tun. Wahrscheinlich ist das dieselbe, ist ja dieselbe Engine, naja, fast zumindest dieselbe Engine, ne? Also, keine Ahnung. Nee. Das ist eine eigene Engine, ne? Das Spiel hat ja Weltenbauer entwickelt und nicht Giants. Ach, stimmt. Astragon ist ja nur der Publisher. Ja. Können aber trotzdem dieselbe Engine benutzen, theoretisch. Theoretisch ja, aber die Engine ist schon eine andere, das stimmt schon, die ist... Also gerade die Fahrzeuge von innen sind ein bisschen, finde ich zumindest hier schon ein bisschen detailgetreuer. Das war gerade schon die Tatsache, dass man was baggern kann. Stimmt. Und sich der Bogen unten bewegt. Sich der was bewegt unten? Der Boden. Stimmt, der Bo... Ja. Das ist beim L ist ja schon mal nicht so. Oh, hups. Ich glaube, du musst den Arm in die andere Richtung bewegen. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Oh, ich sehe doch jemanden im Spiegel da hinten hin und her laufen. War das der Jidan? Ja, dein Vorarbeiter muss ja gucken, was du für Scheiße anstellst. Ja, ich hätte dich aber schon im Spiegel gesehen, deswegen habe ich so tue ich hier keine so tun, als wenn ich weiterarbeite. So. Mal hochziehen den. Zack, und rein damit. Läuft doch wie geschnitten Brot hier. Oh, ups. Sagte er und versagte. Wie immer. Wie immer, ja. Deswegen bin ich auch lieber Vorarbeiter da. Kann ich nicht so viel falsch machen. Ja, Mensch, ich weiß, dass der Haken nicht kompatibel ist. Können wir nicht nächstes Mal einen größeren Bagger nehmen? Du schaffst doch nicht mal mit den kleinen, also machst du auch den großen. Oh. Nicht umwerfen! Nein. Ich weiß, ich bin umwerfen, aber so umwerfen bin ich nun auch nicht. Rennt doch! Was? So. Wir haben übrigens auch alle gesehen, wie ihr schummelt, ne? Beim LKW-Rennen. LS15 LKW-Rennen. Du hast geschummelt. Ich hab nicht geschummelt. Oder hast du das nicht aufgenommen oder rausgeschnitten? Nein, ich hab's, ist mit drin. Ist alles mit drin, das ist die ungeschnittene Fassung. Vielleicht gibt's irgendwann nochmal Director's Cut, aber... Die Schaufel musst du weiter ausklappen. Und jetzt runter. Ja, aber dann schaufel hier alles andere mit. Schaufel hier viel zu viel mit weg. So. Es wirkt schon sehr, sehr realitätsnah, das Ganze. Ich weiß ja nicht, in welcher Realität du lebst. In der Welt der Simulatoren. Mhm. Wir haben doch auch gesehen, wie schnell gerade ein Haus fertiggestellt wurde. Wir haben ja schon mal einen Auftrag, haben wir schon eben gerade schon mal gespielt. Da haben wir schon mal gesehen, wie schnell Häuser eigentlich mittlerweile heutzutage gebaut werden. Da frage ich mich, warum man 6 Monate auf sein Haus warten muss, ne?
Wahrscheinlich noch schlimmer baggern als du. Du kannst, ja. Hier drüben kannst du auch noch wegbaggern, ja? Du musst nicht mal dasselbe Loch greifen. Wo kann ich noch baggern? Was? Hier, du könntest mal alles. Schauen, dass der Auftrag abgeschlossen ist, bevor der Container voll ist. Ja, weil hier könntest du mal wegbaggern. Ja, mach ich mal. Moment. Da rennt er im Kreis. Oh. Andere Richtung. Weiter, 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 weiter. Ja, das könnte passen. Gut. Stimmt, der Container ist schon ziemlich voll hier. Ich bin ja noch Auszubildender. Na, komm ich da ran? Ja. Oh. Hat das gepasst? Ja, hat gepasst. Sah gut aus. Sah gekonnt aus. Naja, nicht wirklich. Mist. Wir brauchen es nicht übertreiben. Nee, verdammt. Zu viel Lob ist auch nicht gut für Auszubildende. Mm-mm. Die werden da noch über. Sich keine Mühe mehr. Nee, stimmt. Das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Ich bin ja schon im 6. Lehrjahr meiner 3-jährigen Ausbildung. So. Hier nochmal. Zack. Was eindeutig negativ auffällt, ist die enorme CPU-Belastung. Ist mir aufgefallen. Also der Bausimulator frisst CPU ohne Ende. Er frisst genauso viel wie das neue Assassin's Creed von der Anzeige her. Das ist ja das Gruselige, finde ich. Ja, jetzt ist die Frage, was ist besser? Assassin's Creed. Ja. Also wahrscheinlich wurde der Bausimulator ein bisschen schlampig programmiert. Wieso ist eigentlich die ganze Zeit meine Maus hier im Bild? Ey? Naja. Niemand war es und keiner hat es gesehen. Ja. Oh. Oh ne, jetzt hast du das Loch wieder zugeschüttet. Ja, wir haben doch da unseren Chef drin verbuddelt. Hast du gerade gesehen, wie der Fahrtstressbalken zurückgegangen ist? Ja, das ist ja eben das Traurige dran gewesen. Ja, wie war es noch? Hast du einen Auszubildenden, hast du doppelte Arbeit oder so? Soll ich weitermachen oder willst du es fertig machen? Nein, ich mach's schon fertig hier. Wenn, dann muss Kim Jong-Flo das auch hier fertig machen. Mhm. Ja, Bob, tut mir leid, Überstunden müssen heute gemacht werden. Ja, so ist es beim Flo. Unbezahlte. Du kannst ihm sagen, was du willst, und dann macht er, was er will. Oh, ups. Nein, ich mach nicht, was ich will. Ich mach das, was ihr mir sagt, nur ein bisschen anders. Es gibt eine schwere und es gibt die Flo-Methode. Ja, richtig. Ja, aber Hidan hasst mich ja auch schon. Habe ich schon. Was? Du hasst mich schon. Also du wolltest mich umbringen, glaube ich schon mal. Oh, ich hänge fest. Ups. Hallo? 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 Steig aus, ich befreie dich. Nee. Ach, hast du selber hingekriegt. Denke ich mal. Ja. Jetzt geht's wieder. Sehr schön. Was fast geschafft. Nicht mehr lange, ne? Dann hat hoffen wir es. Dann steht die Villa der Familie Reich hier auch, so wie die da steht. Ist ja schon mal aufgefallen, dass der Container seit 3 Schaufeln voll ist. Er hat schon aufgegeben. Ja, ist mir aufgefallen, aber ich kann immer noch was draufkippen. Warum machst du das mit Absicht jedes Mal das Loch wieder zu? Nein, ich muss mich noch mit den Tasten noch zurechtfinden hier. Hä? Wieso ist meine Schaufel jetzt leer? Nicht ausgeben. Gibt sie jetzt ja nicht aus. Die sieht bei mir aber leer aus. Die ist nicht leer. Ja. Moment. Ich kann mir schon richtig das Gesicht von den Zuschauern vorstellen. Was? Ein 20-Minuten-Video, wo da versucht, ein Loch zu buddeln. Na toll. Aber gleich 300 Abonnenten weniger, ey. Wegen inkompetent. Der YouTube-Channel wird geschlossen wegen Inkompetenz. Ich muss zurück nach Nordkorea. Ey, wieso geht der Fortschrittsbalken nicht weiter? Weil du gerade erstmal das wegschaufelst, was du schon mit reingeschmissen hast. Ach so. Oh. Hör doch mal auf, deine Schaufel so zu heben. Das machst du jedes Mal. Aber nicht mit Absicht. Sonst im Handbuch steht ja, du kannst deine Mitarbeiter entlassen, also kicken.
Ich hoffe, das machen wir. Wo ist denn das? Mal gucken. Online. Mitspieler. Soll ich das? Wirklich so ein Bildsymbol von der Tür? Ja. Wo ein Strichmännchen rausfliegt und ein Schuh so hinterher tritt. Mist. Dann geht das also doch. Ich dachte, ich bin unkündbar. Verdammt. Ich bin ja Stufe 2 bin ich ja erst. Keine Ausrede. Nee, stimmt. Aber buddel hier mal den grünen Bereich weg, damit das weitergeht. Buddelst immer die ganze Zeit dasselbe Loch. Was? Welchen grünen Bereich denn? Na, hier ist doch noch was grün in dem Bereich. Ach so. Ja, dann guck ich mal, dass ich das jetzt eben hier... So. Oh, wir sind fast fertig, ey. Hat ja nur 3 Stunden gedauert. Ja. Weißt du, hätte ich einen größeren Bagger bekommen, hätte ich einmal eine Schaufel hier und dann zack. Was willst du mit einem großen Bagger, wenn du mit einem kleinen hinkriegst? Das kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Ja, du hast keine Technik, also brauchst du auch keinen größeren Bagger. Ja Mist, damit habe ich mich ja jetzt selbst ins Aus katapultiert. Verdammt. Ja, auf die Größe kommt es doch. Ah! Und jetzt hau aber den Dreck noch in das Loch, nicht da rein, ne? Nee, ich hau das in den vollen Container rein. Chef, nächstes Mal brauchen wir einen größeren Container hier. Ach, es gibt noch einen Bereich, der ausgebaggert wird. Ey, jetzt steckst du aus, jetzt backere ich. Das kann man doch keiner Menschheit antun, was du hier zusammenbackerst. Was bauen wir hier jetzt eigentlich? Der Eingangsbereich, denke ich mal. Und irgendwas Noppiges. Gucken wir uns den Auftrag doch mal an. Aufträge. Bagger den markierten Bereich aus. Ach, 9% erst. Menschenskinder. Besorge einen Container von der Baustelle und transportiere die Ladung im markierten Bereich. Okay, Abschnitt 2. Besorge eine Schneebeere vom Gartenhandel und transportiere die Ladung im markierten Bereich. Alles klar. Besorge einen Eiben. Setzlinge. Die kann ich ja schon mal holen jetzt hier, ne? Die stehen schon da. Ah, Mist. Wo stehen sie denn? Ach, da stehen sie. Schön. Noch ein Zeichen mehr, wie langsam du gebackert hast. Ja. Mist. Ich dachte, ich kann den Zuschauern mal zeigen, wie man irgendwo hinfährt. Kann man die Mauszeiger irgendwie ausblenden? Nee, ne? Der ist bei mir die ganze Zeit hier im Bild drin. Ist er bei euch auch die ganze Zeit im Bild drin? Ich hab mir einfach aus dem Weg geschoben. Ja. Kann man auch machen. Ja, Chef, das sieht ja gut aus mit dem Baggern da. Sieht ja richtig professionell aus. Erzählst nicht du wie manch anderer. Als hättest du nie was anderes gemacht, ja. Ein paar Moves noch. Gucken wir uns mal das Haus der Familie Reich schon mal an, die Villa hier. Gehen wir nochmal rein hier. An Steinreich, also Steinreich wahrscheinlich, ja? Ja, die sind wirklich steinreich, ja. Ist auch viel Stein gebaut hier. Ich frage mich, wo hier in Zukunft die Toilette sein soll in diesem Haus hier. Ich habe die noch nicht gefunden. Die was? Ich laufe gegen Wände. Die Toilette. Der Bad, also das Bad. Ich verstehe dieses... Reiche Leute brauchen keine Toiletten. Nee, aber ich finde den hier nicht. Wobei, das hier könnte die Küche sein. Ja, das sieht nach einer Küche aus. Hier ist eine Abstellkammer. Oder ist für das Bad hier? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Großes Wohnzimmer mit direktem Aufgang. Also einen Flur haben die auch nicht. Also dieses Hauskonzept hier, da hätte ich nochmal überdacht. Also der Architekt wird gefeuert, der das hier... entworfen hat. Oh, der Dachboden für die Kinder. Schön. Oh, ich bin runtergefallen. Mist. Ja, im zweiten Part sehen wir dann gleich, wie Hida noch ein bisschen weiter baggert. Ne, wobei, bis dahin bist du fertig, Hida, ne? Bis in den zweiten Part drehen, ja. Und dann haben wir eigentlich schon die nächste Baustelle, glaube ich schon, sogar. Wenn mich nicht alles täuscht. Moment, Aufträge. Abschnitt 2. Ja. Wie wir die Eiben, wie wir die Schneebeere absetzen und die Eibensetzlinge, das, wir zeigen nachher das fertige Projekt, wenn wir hier durch sind. Der Hina will wahrscheinlich noch 2 Stunden baggern hier. Madlex wird noch ein bisschen auf der Straße rumstehen. Ne? Ja. Unser afroamerikanischer Gastarbeiter. Was? Gastarbeiter, genau. Bob. Nur weil ich schwarz bin. Richtig. Selbst schuld. Du bist der Quotenschwarze. Der steht aber eigentlich immer zuerst in dem Film, ne? Mhm. Dann sollst du vielleicht mit mir in Zukunft nicht mehr durch die Gegend fahren. Das könnte
sonst sehr schmerzhaft werden. So, was machst du denn da hier dann? Oder du hast dann die Gewissheit, dass du überlebst. Stimmt. Ja, aber eigentlich bin ich ja auch ein bisschen schwarz, ne? Oder jedenfalls länger als ich. Ja, wenn wir beide aufgespießt werden, dann... Da habe ich trotzdem früher. Stimmt. Ja, und der Einzige, und Hidan steht daneben und lachend. Ja, derjenige, der dich aufspießt. Ja, weil wir unfähig sind. Ja. Mist. Wir wurden durchschaut. Wir müssen uns eine neue Firma suchen. Ja, in diesem Sinne, mit dem Kirchturmgeläut und Gottes Werk und Teufels Beitrag melden wir uns dann zum zweiten Part zurück. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne, kommentiert es, abonniert uns. User in your channel timed out. Timed out einfach, das geht auch. Könnt ihr auch gerne machen, kein Problem. Ja, unsere Firma wird weiterhin florieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt der Hidan. Ciao. Und der Bob. Das war der Timed Outer. Ah, der ist getimed out. Stimmt, der sitzt auch gar nicht mehr. Siehst du? Der Schwarze stimmt immer zuerst. Ja, in diesem Sinne. Auch ein freundliches Auf Wiedersehen von Bob. Bis zum nächsten Mal.